So hat ihn seine Welt gekannt, in der Beiz politisierend, polemisierend. Die öffentliche Sache war auch Meyenbergs Sache. Geprägt hat ihn eine katholische Kindheit. So weit entfernt und abseits scheint diese Zeit zu liegen. Und doch steht die Kathedrale noch im alten Glanz, wurde sogar restauriert, wo wir immer zur Schulmesse gingen, wo die vielen geilen Barockengel herumflattern und Maria Magdalena in ihrer Brunst die Hände verwirft und der sinnliche Stuck uns Zöglingen den Kopf verdrehte. Bereits mit seinem Erstling Reportagen aus der Schweiz fand er 1975 seinen Stil des literarischen Journalismus. Eine seiner Leidenschaften, die Geschichte, der Umgang der Schweiz mit kleinen Leuten in der Nazizeit. Das Buch über General Wille, sein wichtigstes historisches, zeigt plausibel, was Arroganz der Macht Wahrheit bedeutet. Wahrheit zu sagen, wenn nötig auch ein bisschen laut, fällt mir weniger schwer, als aufs Maul zu hocken und mein Gemüt zu strangulieren. Niklas Meyenberg hat jahrzehntelang im Streit mit der bürgerlichen Welt gelebt. Erst spät, zum Beispiel 1990, seine Heimatstadt St. Gallen, hat sie ihm Anerkennung gezollt. In seinen letzten Jahren hat sich Niklas Meyenberg gewandelt, wurde ruhiger, melancholischer. Seine Tinte himmelwärts spritzend, von wem er liebt, das Blut stibitzend, denkend, das sei recht bekömmlich, dies schlimme Monster, das bin ich. Sein letztes Buch Zunder ist in diesen Tagen erschienen, sein Vermächtnis, eine Sammlung von Reportagen aus drei Kontinenten über Elend, Intoleranz und Krieg.